Magisches Quadrat. Was ist ein magisches Quadrat? Zuerst ist es mal ein Quadrat. Ich habe mir hier eins gewählt mit 3 mal 3 Kästchen. Diese Kästchen kann ich jetzt füllen mit Zahlen. Und dabei gibt es eine besondere Regel. Wenn ich die Zahlen, die ich hier eintrage, addiere, also plus rechne, dann muss in jeder Zeile das gleiche Ergebnis rauskommen. Die 3 Zahlen haben die gleiche Summe wie diese 3 Zahlen und wie diese 3 Zahlen. Aber das ist noch nicht alles, denn auch in jeder Senkrechten muss die gleiche Summe rauskommen. Also diese 3 Zahlen haben das gleiche Ergebnis, wenn ich sie plus rechne, wie diese. Und es ist die gleiche Zahl, die auch hier rauskommt. Und auch das ist noch nicht alles, denn auch die 3 Zahlen in der Diagonalen addiert ergeben dieselbe Summe und auch in der anderen Richtung. Die Summe, die bei allen Zeilen und Spalten und in beiden Diagonalen vorkommt, heißt magische Zahl. Wir wollen heute einmal versuchen, in dieses 3x3 Quadrat die Ziffern von 1 bis 9 so einzusortieren, dass es ein magisches Quadrat wird, das nämlich in jeder Zeile, in jeder Spalte und in beiden Diagonalen dieselbe Summe herauskommt. Dazu wollen wir erst einmal überlegen, welches ist denn dann die magische Zahl, diese Summe? Hier sind unsere Zahlen von 1 bis 9. Welche Summe haben sie denn alle zusammen? 1 plus 2 ist 3, plus 3 ist 6, plus 4 ist 10, plus 5 ist 15, plus 6 ist 21, plus 7 ist 28, plus 8 ist 36, plus 9 ist 45. Alle Ziffern von 1 bis 9 zusammenaddiert ergeben 45. 45 geteilt durch 3 ist gleich 15. Das ist unsere magische Zahl. Als nächstes fragen wir uns, wie können wir mit den Ziffern von 1 bis 9 diese Zahl 15 als Summe erreichen, wenn wir immer 3 addieren, weil wir in jeder Reihe ja zum Beispiel 3 Zahlen haben. Dabei darf keine doppelt vorkommen. Wie erhalten wir die Summe oder die magische Zahl 15, wenn wir jeweils 3 Zahlen von 1 bis 9 addieren? Also, wir beginnen mal mit der 9. Und probieren aus 9 plus 1, erstmal die kleinste dazu, die geht, ist 10 und dann fehlen noch 5. Als zweites nehmen wir die 9 und die 2, dann haben wir schon 11 und dann haben wir plus 4 ist 15. Wenn wir 9 plus 3 nehmen, haben wir 12 und dann bräuchten wir nochmal die 3. Wir haben aber jede Zahl nur einmal zur Verfügung. Das geht also nicht. Also machen wir mit der 8 weiter als größte Zahl. 8 plus 1 ist 9 und dann fehlen uns noch 6 bis zur 15. Weiter geht es mit 8 plus 2 ist 10 und die 5 kommt noch dazu bis zur 15. Dann nehmen wir die 8 plus 3 ist 11 und die 4 ist 15. Und wir sehen schon, wenn wir als zweites die 4 nehmen würden, dann hätten wir hier die 3 und das ist die gleiche Zahlenkombination, nur eine andere Reihenfolge. Machen wir also weiter mit der 7. 7 plus 1 wäre 8 und dann bräuchten wir wieder die 7, um die 15 zu bekommen. Das geht also nicht. Deshalb starten wir mit 7 plus 2, das ist 9 und dann noch eine 6 dazu. Weiter geht's mit 7 plus 3 ist 10 und die 5 dazu. Und wir sehen schon, auch hier, wenn wir hier eine 4 nehmen würden, bräuchten wir dort auch eine 4,
Und auch das geht nicht, weil die 4 ja nur einmal vorkommen kann. Weiter mit der 6. Die 6 haben wir hier schon mit der 1 kombiniert. Und wir haben die 6 hier schon mit der 2 kombiniert. Das ist also schon abgehakt. Wenn ich 6 plus 3 nehme, habe ich 9 und bräuchte hier nochmal eine 6. Auch das geht nicht. Also starte ich mit 6 plus 4 ist 10 und 5 ist 15. Und wir sehen, jetzt könnten wir hier wieder vertauschen. Mit der 5 haben wir schon alle Kombinationen durch. Mit der 4 auch, mit der 3, der 2 und der 1. Das hier sind also alle unsere Zahlkombinationen für unser magisches Quadrat. Jetzt wollen wir diese Zahlkombinationen im magischen Quadrat irgendwie unterbringen. Ich habe im magischen Quadrat jetzt Felder mit roten und welche mit blauen Punkten markiert. Die Felder mit den roten Punkten sind die, für die es 3 Rechnungen gibt. Wenn ich also eine Zahl, wie zum Beispiel die 9, die wir unterbringen wollten, hier in ein rot markiertes Feld stelle oder lege, dann habe ich hier 3 Richtungen. Eine Zeile, eine Spalte und eine Diagonale. Und auch wenn ich eins der anderen roten Felder nehme, haben wir immer 3 oder mehr Richtungen. Hier haben wir zum Beispiel auch 3 Richtungen. Hier haben wir 1, 2, 3 Richtungen und hier auch 1, 2, 3. Wie ihr gesehen habt, in der Mitte gibt es sogar noch mehr Möglichkeiten, nämlich 1, 2, 3, 4. Die 9 kamen bei unserer Rechnungsliste aber nur 2-mal vor. Wir müssen sie also auf ein blaues Feld setzen. Hier haben wir nur Zeile und Spalte. Hier haben wir auch nur Zeile und Spalte. Und auch dort Zeile und Spalte. Und auch dort Zeile und Spalte. Das Feld in der Mitte, was so oft vorkommt, das kriegt nochmal ein extra Kreuzchen. Denn da hatten wir ja gesehen, gibt es 4 Möglichkeiten. Wir suchen jetzt in unserer Leiste eine Zahl, die 4-mal vorkommt. In unserer Summenliste für die magische Zahl 15 habe ich jetzt die 5, weil sie 4-mal vorkommt, gelb markiert. Die muss gleich in unserem magischen Quadrat unbedingt in die Mitte. Dann haben wir noch die 9, die 1 und die 7 jeweils 2-mal. Die habe ich blau eingekringelt, weil sie auf ein blaues Feld müssen. Und nun wollen wir versuchen, diese Zahlen alle so zu verteilen, dass ich in jeder Zeile, Spalte und Diagonale die Summe 15 ergibt. Wenn du Lust hast, das jetzt erstmal selbst auszuprobieren, dann halte das Video an und du kannst dir gerne im Anschluss noch eine Möglichkeit ansehen, wie wir die Zahlen verteilen können. Denn ich werde hier nur ein Beispiel machen. Also, wir starten. Die 5 muss in die Mitte, weil sie die einzige Zahl ist, die hier 4-mal vorkommt, für die 4 Richtungen, in der ich hier rechne. Dann hatten wir gesagt, die 9 kommt auf ein blaues Feld. Ich suche jetzt mal dieses blaue Feld hier aus. Dann ergibt sich ganz automatisch, dass die 1 hier unten hin muss. Denn 9 plus 5 ist 14. Und da fehlt uns noch die 1 zur 15. Dann haben wir gesagt, sollte die 7 auch auf ein blaues Feld. Da werden wir mal die 7 auf diese Seite nehmen. Es ist egal, wo wir die hinlegen von den beiden, denn ansonsten gibt es bloß das gespiegelte Ergebnis. So, weiter geht's. Wir haben hier die 7 und die 5 und suchen das in unserer Reihe hier,
Da fehlt uns noch die 3 oder wir rechnen einfach. 7 plus 5 ist 12 plus 3 ist 15. Jetzt fehlen uns noch die Ecken. Und auch da probieren wir einfach aus. Wenn ich hier die 9 habe, habe ich in der zweiten Richtung die 2 und die 4 noch unterzubringen. Ich probiere mal die 2 hierhin und die 4 dorthin und werde sehen, ob das funktioniert. 2 plus 7, da kommt dann die 6 hier unten in das Feld. Und dann müssen wir, wenn wir die 6 und die 1 haben, natürlich hier die 8 unterbringen. Wir prüfen noch einmal nach. 2 plus 9 plus 4 ist 15. 7 plus 5 plus 3 ist 15. 6 plus 1 plus 8 ist 15. Und in der Diagonalen haben wir auch hier eine 15 und dort eine 15. Dies ist ein Beispiel, das magische Quadrat mit den Ziffern von 1 bis 9 zu füllen. Du kannst es natürlich auch in dieser Richtung oder in dieser Richtung spiegeln. Finde gerne noch mehr Möglichkeiten. Viel Vergnügen beim Üben und Ausprobieren. Und wenn du genug hast vom magischen Quadrat 3x3, dann probier doch das magische Quadrat 4x4 aus.